Herzlich willkommen zu Hur 20 Uhr Folge. Hey Leute, was geht ab und willkommen hier zu einer neuen 20 Uhr Folge. Herzlich willkommen zu FIFA Mobile 22. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir gehen hier heute rein in eine neue 20 Uhr Folge. Ja, Wolski, wir werden als erstes locker flockig hier mal die Skillspiele machen. Ich habe gesehen, das war, glaube ich, jetzt schon ein paar Tage ist es oder schon länger. Ich habe es aber jetzt erst wahrgenommen und jetzt erst gesehen, es gibt Champions League Packs. Wir werden diese Champions League Packs aber nicht anfassen. Ich wollte sie euch trotzdem mal zeigen. Wahrscheinlich habt ihr die auch noch nicht gesehen, weil die sind ja relativ, also sind ja eigentlich versteckt im Shop, kann man schon fast sagen. Aber ich finde, die lasse ich jetzt auch mal weg. Wir sehen uns natürlich dann beim Pack Opening an diesem Wochenende. Kommt drauf an, welche neue Icon da am Start ist. Aber ich gehe davon aus, dass es wieder so eine Icon gibt mit diesen Packs. Weil da in diesen Packs, diese Packs öffne ich immer super gerne. Aber, ja, mal gucken, ob wir es hinkriegen, dieses Mal die Icon zu ziehen. Ich habe es leider nur einmal hinbekommen in 4 Wochen oder in 5 Wochen jetzt. Und das war Lodder. Lodder Matthäus. Und aus meiner Sicht sogar eines der geilsten Icons bekommen. Und die Icon habe ich sogar dann halt in mein Team gepackt. Ihr wisst ja, der Lodder spielt ja in meinem Teamchen. So, Schüsse, Szenarios, Abfahrt. Flanken wir einmal auf Ronaldo, der nutzt sein Köpfchen. Ronaldo nutzt sein Füßchen. Und Ronaldo nutzt sein linken Füßchen. Und ich habe glatt 3000 Punkte. Das sieht man auch nicht alle Tage. Das sieht man auch nicht alle Tage, ich sag's dir. So. Also es gibt halt, also die Packs sehen, ne, vom Design her natürlich wieder schön aus. So ist klar, das macht EA ja immer gut. Hier, guckt euch das Ding an. Die Champions League Winners. Man kriegt einfach alle. Ja, macht keinen Sinn. Sage ich euch ehrlich, macht eigentlich keinen Sinn. Und dieses Angebot, ja, macht auch keinen Sinn, weil man da auch Benzema kriegt, ne? Aber wie teuer würde denn Benzema sein? Also es sieht cool aus, aber ich lass die Finger davon. Die Finger lasse ich davon. Benzema. Ja, guck mal, der bringt ja nur, wenn es der 98er wäre, dann hätte ich mich gesehen in diesem Angebot. Aber der, guck mal, der kostet 16 Millionen. Ha, da sehe ich mich ehrlicherweise nicht wirklich. Und ich wollte noch den Sadio verkaufen. Sadio Amore. Weil den habe ich noch von gestern. Die stellen aber für 5,75. Zack. Der günstigste, ich bin jetzt der günstigste, der zweitgünstige war 6 Mille. Und es ist, Leute, es ist an der Zeit, komm. Es ist an der Zeit, ich verkaufe Klose. Tschüss, Klose. Es tut mir leid, Miro. Du hast einen super Job gemacht bei mir. Aber jetzt wurde es mal Zeit. Bastoni, komm, verkaufe ich auch zweimal. 2 Millionen haben oder nicht haben. Ich habe ihn ja zweimal gezogen. Ein bisschen hier verkaufen, let's go. Aber alle anderen behalte ich, die lohnen sich jetzt nicht so wirklich aus meiner Sicht, die noch zu verkaufen. Zack. Aber die anderen sollten ja jetzt eigentlich alle direkt eigentlich, oder? Okay, muss ich einmal raus, einmal rein und dann sind wahrscheinlich alle weg, weil es gab ja die Kaufmenge. 2? Hä? Wieso verkauft sich hier Klose nicht? Also Mané ist klar, aber wieso Klose nicht? Klose. Ja, perfekt. Wenn man jetzt auch nochmal Klose schreiben kann, dann wäre es natürlich noch besser. Es ist nur meiner drauf. Aber es gibt keine Kaufmenge. Ah, deswegen. Ich muss jetzt warten, bis jemand Klose kaufen möchte. 22 Millionen, das ist ein Schnapper. Wenn ich den jetzt verkaufe, Mané noch verkaufe, bin ich bei 120 Millionen circa. Und das ist schon wieder schmackhaft, würde ich mal sagen. Ich stelle mein Teamchen um. Auf mein 105er Team, da hat jemand gefragt, wieso ich 105 habe, es ist doch das gleiche Team. Ja, ich habe aber auf die Bank habe ich schlechte Spieler gestellt. Schlechte Spieler gesetzt, dass meine Gesamtbewertung runtergezogen wird. Auf 5-Head-Basis, den Tipp hatte ich jemanden von euch bekommen. Das war jetzt nicht mein Tipp, ich wäre auf diese 5-Head-Idee selber nicht gekommen. Aber ihr seid drauf gekommen, vielen, vielen Dank dafür. Und wir spielen gegen Gorgi Boys. Gorgi Boys, 51. Wenn der 1951 geboren ist, dann fresse ich einen Besen. Kann ich mir nicht vorstellen. Egal, wir gehen rein.
Erstes Spiel, Gorgi mit seinem Lautaro Martinez da vorne drin, in der Box. Wenn ich alles mache, kann ich trotzdem das Spiel gewinnen, ihr wisst es. Auch wenn der Gegner 40% mehr tollere Chancen hat als meine Wenigkeit. Aber im Fußball ist alles möglich. Im Fußball ist alles möglich. Wenn die Flanke von Ballack gut kommt, und die kommt gut aufs Köpfchen von Krisch. Krisch Allah. Komm, wir probieren es mal. Nein! Oh! Ich hätte zwei... Ja, man kann sagen, ich würde 6-3 führen, weil die zwei Tore, die zwei Chancen hätten reingemusst. Ist einfach so. Ballack knallt ihn rein. Und das ist ein Spiel, was ich gewinnen kann. Das ist ein Spiel, was ich gewinnen kann. Come on! Boom, 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 boom. La li la lu la li. La 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 lu la li la. La lu la li la li. Ja, 9-8, Junge. Oh nee, die Flanke muss jetzt gut kommen. Die Flanke muss gut kommen. Hallo. 9-9. 10-9. Let's go, Ronaldinho, Junge. Und ich hätte sogar noch zwei Tore mehr haben können. Ich gewinne das Spiel. Ich gewinne das Spiel. Wann habe ich denn das letzte Mal ein Versus-Angriffsspiel gewonnen? Also ich habe schon, natürlich habe ich schon öfters gewonnen, aber wann habe ich zum Ende der Folge, wann habe ich die letzte 20 Uhr Folge mit einem Sieg beendet? Deswegen, Leute, bevor ich jetzt hier das nächste Spiel verkacke, und es ist wahrscheinlich, dass ich das nächste Spiel höchstwahrscheinlich verkacke, weil der Gegner, guck mal, der Gegner hatte 7 tolle Chancen, hat 6 genutzt, aber keine Ahnung, was er da gemacht hat. Ich habe auf jeden Fall gewonnen. GG, Faust in die Facecam, 10-9. Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns logischerweise beim nächsten Video wieder hier auf meinem Kanal. Ich bin raus, haut rein und tschüssikowski.